The biggest projects cannot be mastered alone. You need a partner with the same vision. As a gold partner, Sarah Tissiert supports Team Sonnenwagen so that they are equipped with the best components for the race through the Outback. Reason enough for the team to visit the brand new technical center in Kempten to meet the specialists there. Als ich das erste Mal mit dem Projekt Sonnenwagen ins Technical Center gekommen bin, habe ich direkt gemerkt, okay, die haben wirklich richtig Bock auf das Projekt. Die haben Vorfreude darauf und die haben richtig Lust daran teilzuhaben. Weil für ja, meine Kollegen aus dem Technical Center ist es auch was Besonderes oder auch was Tolles, wenn die sagen können, hey, die waren Teil von einem super Erfolg, zum Beispiel am Ende an der World Solar Challenge in Australien. Und auch wirklich sich auszutauschen mit den Studenten, Teil von so einem großen Projekt zu sein, Teil von den Erfolgen zu sein, das macht das Ganze für die Kollegen auch aus dem Technical Center zu was ganz Besonderem. Mein Name ist Simon Bastian, ich bin Anwendungstechniker im CRDC Technical Center und ja, hauptsächlich für die Fräsmaschine verantwortlich. Dennis ist auf uns zugekommen, dass wir das Team Sonnenwagen mit Bauteilen unterstützen werden. Er hat da speziellen Fokus drauf gelegt auf komplexe Bauteile aus einem schwieriger zu bearbeitenden Material. Und da unterstützen wir das Team mit der Programmierung, mit der Fertigung von diesen Bauteilen. Wir bearbeiten einerseits Teile von der Radaufhängung. Das ist einmal die Achse, die Narbe, die das komplexeste Bauteil ist. Ich auf der Fräsmaschine mache den Rocker, wo die ganze Aufhängung befestigt ist. Und dann machen wir noch für das Bremssystem das Wagenbalkensystem. Da wird im Grunde genommen die Bremskraft verteilt auf die zwei Bremskreise. Ich bin der Sebastian Zepfler und bin hier Ansprechpartner zum Thema Drehbearbeitung. Wir haben einmal eine 5-Achs-Fräsmaschine, auf der der Rocker gefertigt wird. Und für alle anderen Bauteile setzen wir auf unser DMG Dreh- und Fräszentrum, auf den halt Dreh- und Fräsbearbeitungen möglich sind. Wir haben hier zwei Spindeln, eine Frässpindel und ein Revolver, mit dem wir so gut wie jede Bearbeitung abdecken können. Dieses Jahr fertigen wir die Bauteile für Sonnenwagen aus Titan, spezieller aus TIAL644, das ist spezielle hochfeste Titanlegierung. In Australien sind sehr harte Bedingungen, es ist heiß, es ist viel Sand. Das Auto wird sicher vielen Vibrationen ausgesetzt. Da braucht man auch ein Material, das dem standhält. Und deswegen hat man sicher auch Titan verwendet, im Vorzug gegen Aluminium. Das Material wird hauptsächlich in der Medizintechnik und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, da es sehr leicht und stabil ist, was natürlich auch dem Sonnenwagen zugutekommt. Deswegen haben wir uns für dieses Material entschieden. Bei Titan ist natürlich das A und O die Werkzeugwahl, dass man sich definitiv damit beschäftigt. Was habe ich da für Bearbeitungen? Welche Substrate, welche Platte, welche Beschichtung nehme ich her? Dann natürlich auch die Schnittdaten. Ist sehr wichtig, dass man einen guten Spanbruch herbekommt, dass es ein zähes Material ist. Stahlschnittdaten werden da nicht weiterhelfen, sondern man muss sich echt im Klaren sein, was man da macht. Zudem ist wichtig, dass man viel mit Emulsion arbeitet, dass da auch das Konzentrat stimmt, der Emulsion, dass man einfach das Schmieren verhindert, was bei Titan üblich ist. Ja, klar, es waren Schwierigkeiten dabei, aber man muss da dranbleiben und aus den Schwierigkeiten lernt man am meisten und im Endeffekt haben wir es dann gut hinbekommen. Wir sind heute hier bei Ceratizid, um unsere Teile abzuholen, haben dazu nur sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. So Hightech-Maschinen waren echt zu sehen, das ist schon echt besonders. Das bekommt man nicht alle Tage zu sehen, vor allem nicht im Studium, im Hörsaal. Das ist schon ein ziemlich besonderer Eindruck, den man gerne mitnimmt. War super interessant heute. Also ist ein guter Ausflug hier, mal zu sehen, wie die Teile gefertigt werden und wie viel Aufwand dahinter steckt. Wenn man immer nur vor dem CAD sitzt, dann sieht das immer viel einfacher aus. Aber wenn man dann hier sieht, welcher Aufwand dahinter steckt, um sowas überhaupt umzusetzen, ist dann doch sehr interessant. In addition to the Technical Center in Kempten, other group locations in Europe are also involved in this project. Für das Projekt sind wir ein internationales Team aus Kollegen der Technical Center aus Spanien, Tschechien und Sheffield in Großbritannien. Wir sprechen uns per Teams ab, wer welche Aufgaben übernimmt im Projekt, reichen Informationen, Step-Dateien, Produktzeichnungen tauschen wir untereinander aus. Die anderen Tech-Center unterstützen uns auch bei der Fertigung der Teile, zum Beispiel des Verbindungselements. Dieses wird zum Beispiel in Sheffield hergestellt. Also wir haben uns mit den Standorten zusammengesetzt, die bearbeiten auch sehr viel Titan. Da haben wir uns die Bauteile angeschaut,
überlegt, welche Strategien sind sinnvoll, welche Werkzeuge soll man wählen und auch eine Beratung mit Schnittdaten. Gerade speziell in Spanien und in England wird sehr viel Titan verarbeitet, einerseits für den Rennsport, andererseits für Luft- und Raumfahrt, und die haben uns sehr, sehr großen Input da gegeben.